Wenn ein Symphonieorchester nicht pflegt, ja, und es stirbt oder wird eingespart oder so, dann wird man irgendwann draufkommen, da haben wir jetzt wirklich was verloren, was über Jahrhunderte entwickelt hat, ja, und was er tatsächlich für uns Menschen sind Kulturtiere, wenn man so will, wichtig ist. Ja. Man kann natürlich, darf ich noch mal ganz was kurz dazu sagen, man kann natürlich auch die Pflicht einführen, dass überhaupt keiner mehr wählen darf. Und dann haben wir vielleicht auch tatsächlich wieder irgendeinen Österreicher oder irgendeinen Einzelmenschen an der Macht, der dann machen kann, was er will. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Idee. Ja, den hast du ja schon. Die Deutsche Bank zum Beispiel wäre die Institution, die das heute macht. Ja, aber grundsätzlich der Gedanke, etwas zu verbieten und es dadurch attraktiver zu machen für die Menschen. Guerilla wählen, du verstehst? Also du musst, das muss Fleisch haben. Ne? Also du musst einfach quasi, ich muss jetzt unbedingt wählen. Ja, also der Effekt, den es gibt, den wir vielleicht alle von der Schule kennen, wo sie verschiedene Gruppen, also du bist ja der Soziologe, ich bin ja kein Soziologe, aber wo sie verschiedene Gruppen raustun und quasi in diesem, dann entstehen kleine Gruppenzwänge. Ja. Aber was wir da sehen, ist, wir haben sehr oft doch sehr verschiedene Gruppen. Ne. Also wahrscheinlich heute machen die einen an auf Hip-Hop und die anderen machen einen auf, ich weiß nicht, Dancefloor oder so, ja, und die Dritten sind halt dann irgendwie so, wir gehen dann alle mal in das BWL-Studium und die Vierten in der Gymnasium-Klasse sind von mir aus die, die kiffen und saufen, so, und diese Gruppen tauschen sich ja miteinander in einer Art Wettbewerb aus. Und wieso ist das so quirlig? Das ist so quirlig, weil es Ecken und Kanten gibt zwischen den Gruppen und weil sie verschieden sind, ja. Und nicht, weil alle, sie quasi in einer Marktuniform stecken, also. wo die einzige Bewegung kaufen oder nicht kaufen ist, oder haben oder weniger haben ist. Das ist zu wenig Unterschied. Ja? Sobald quasi eine Gesellschaft zu einem einzigen Markt wird, ist es vorbei. Ja? Dann musst du dann, da kannst du dann warten, bis der Schlussverkauf kommt. Also das letzte Mal, glaube ich, der letzte Schlussverkauf war quasi der erste, der zweite Weltkrieg, war nicht wirklich lustig. Ja, da höre ich aber doch durch, Ihnen praktikabler scheint, dass der Ansprechpartner Wirtschaft zu sein, statt Politik, für die Kunst. Nicht wahr? Wenn man was erreichen will, wenn man irgendwie was bewegen will. Das ist ja vielleicht, das ist ja auch im Interesse der Wirtschaft. Da wird sich einfach dargestellt, was weiß ich, die Künstler haben ja immer für die Mächtigen gezeichnet, gemalt und komponiert und was weiß ich was gemacht. Also ob das dann einmal die Kirche war. Und irgendwann war es halt einmal die Politik und jetzt ist es halt die Wirtschaft. Ich meine, von nichts kommt nichts und die Kunst wendet sich natürlich dem zu. Kunst ist nur Wahrnehmung und Reflexion. So. Und was wird wahrgenommen? Wahrgenommen wird das, was ist. Und anscheinend ist die Politik zu wenig. Ja? Also es kommt weniger, wir haben weniger Kunstwerke zu dem, was wir politisch nennen, also unsere Demokratie mit diesen fünf Parteien, die nur eine sind, oder also was die Kunst eher wahrnimmt, scheint dann doch zu sein, Dinge, die aus der Wirtschaft kommen. Ja? Also durchaus negative Dinge, ich sage jetzt nur nuklear unfair im Tachel, also ist ja ein Wirtschaftsthema, wenn sich Japan ein Atomkraftwerk zerreißt. Und das sind weit stärkere Themen, die von der Kunst eben mehr reflektiert werden, wie von mir aus noch vor 30 oder 40 Jahren. Da war das politische Stärke im Mittelpunkt. Ja, das beobachte ich ähnlich. Und das muss man dann so hinnehmen. Und das können muss man diese Politiker mal überlegen, ob sie nicht einfach nur unsere Kollegen sind, die sehr hohe Gage kassieren. Ob die Politik in Sachen Satire die Berufssatiriker mittlerweile überholt. Ja, und vielleicht sollte man es verklagen. Ob die Satiriker vielleicht anfangen, langsam Politik zu machen, wer weiß. Wir reden hier immer von Freiheit. Ich möchte hier ein kleines anderes Beispiel einbringen. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht genau, wo das ist, wo es die Pflicht, nicht die Pflicht gibt, aber dass man zum Beispiel Organspendeausweise hat. Und was ist das für eine Freiheit für den Menschen, der jetzt im Krankenhaus stirbt, weil niemand Organe spendet? Ich wäre zum Beispiel auch dafür, dass man verpflichtet ist, Organe zu spenden. Das ist in vielen Ländern so, das ist nur in Deutschland und so. Und dann redet man hier immer groß von Freiheit und Freiheit hier und Freiheit da, aber die Menschen sterben tonnenweise in den Krankenhäusern. Weil es keine Verantwortung gibt, weil es kein Pflichtbewusstsein gibt und weil es kein Miteinanderpflichtbewusstsein gibt. Und genauso ist das mit den Wahlen.
auch wenn der Vergleich ein bisschen hinken mag. Es ist so, wenn die einfach alle zu Hause bleiben und, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwelches Unterschichten-TV gucken und sich um überhaupt nichts mehr kümmern, dann geht die Stadt zugrunde oder das Land. Drum gibt es die Diskussion und aus der Diskussion hat sich eigentlich das entwickelt, was du zuerst ja auch angeführt hast, das Wutbürgertum in Stuttgart oder auch hier rundherum. Das kommt ja aus dem, was du sagst, das glaube ich doch sehr richtig, weil sie nicht hingehen und aber trotzdem drüber nachdenken. Ja, und was nützt das? Nicht hingehen und trotzdem drüber nachdenken, sitzen sie und dann rauchen die Köpfe und was passiert dann? Nee, in Stuttgart 21 haben sie bitte konkret den Bahnhof bis heute mehr oder weniger zumindest so verhindert, dass sie nicht durchgedroschen haben. Das Dacheles gibt es konkret. Ja, weil sie hingegangen sind, weil sie auf die Straße gegangen sind, weil sie demonstriert haben. Ja, weil sie aber hingegangen viele, die nicht sind. Zur Wahl gehen, was, das wollte ich damit sagen. Da sind viele dabei, die nicht zur Wahl gehen, weil sie so denken wie er. Auslösen das von den Bürgern auch ziemlich viele Kreuze gemacht haben. Ich habe die Meldung beide gesehen, der Herr war zuerst. Nicht aus einem ganz persönlichen, vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Grund. Hochinteressant. Ich arbeite nämlich im politischen Berlin, vermutlich nur noch für 2,5 Jahre. Mal sehen, was die nächsten Wahlen bringen. Aber ich fände es natürlich großartig, die Erregung im Hühnerstall zu sehen, wenn nach Einführung der Wahlpflicht Parteien auf einmal ins Parlament einzögen, die ja gemeinhin als nicht diskutabel gelten. Die waren ja alle schon da, die sind doch schon längst wieder untergegangen. Die waren doch schon drin, die hatten doch schon über 5%, wenn sie jetzt die NPD oder sowas meinen. Ganz so hat sie das nicht gemeint, aber die betroffenen Christen oder? Ja, das glaube, wage ich aber zu bezweifeln. Also, dass jetzt irgendwie der Rauhardattelverein der Partei dann irgendwie plötzlich 8% hat, das wage ich zu bezweifeln. Also auch wenn alle zur Wahl gehen würden. Ja, auf Landesebene ist so. Und selbst dann gibt es eben Rauhardattelverein, mein Gott, das ist doch gut. Das sind ja Volksvertreter. Für jegliche Gruppierung. Ja, wir hatten hier im Haus dankenswerterweise auch im Kunsthaus Tacheles schon vor 3-4 Jahren eine Diskussion von der Initiative Wahlabsage, hieß sie damals noch, die sich auch um das mit dem Nichtwählerphänomen befasste. Und da hatte sie einen Autor, Florian Felix Wey, eingeladen, der dann auch sehr viele Vorschläge für ein moderneres Wahlrecht gemacht hatte. Mhm. Ja, das ist alles, glaube ich, schon sehr durchdacht. Sicher auch sehr erfolgversprechend. Es fehlt eben der Wille, das umzusetzen aus den Reihen der Politik. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Schreckgespenst sein müsste, wenn dann jetzt hier mit so einer Motivation auch das verbliebene Bürgertum in Berlin auf die Straße gehen würde und ein bisschen Druck machen würde für ein moderneres Wahlrecht, ob man das dann mit Bürger schimpfen müsste. Das ist doch eine andere Frage. Es wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man diesen Begriff, der nun mittlerweile auch schon Geschmäckle hat, annektieren könnte für die Kunst, für Leute, die was bewegen wollen. Aber ich sehe, das trifft hier nicht auf. Wohlwollen muss ja auch. Nee, das ist Wut, verbrannt, der Begriff, ja? Nee, Wut ist schlimm. Wut ist immer schlimm, weil Wut ist letztlich irrational. Das hat mit dem nichts zu tun, weißt du, wenn also der Künstler wütend auf sein Bild eintrischt, auf seine Gitarre oder auf seinen Computer, was immer er macht, oder auf sein Werkstück als Guitar, ja, dann sei ihm das unbenommen. Das schadet ihr oder ihm höchstens selbst, indem ihm ein Splitter ins Auge fliegt und er ein gesundheitliches Problem hat. Okay, da ist die Wut von mir aus ein ganz unmittelbares menschliches Gefühl und das passiert einfach. Aber Wut in einem politischen Kontext ist immer ein Problem. Wut in einer Gruppe ist immer ein Problem. Gerade in Deutschland muss man das, glaube ich, auch gar nicht erklären, warum das ein Problem ist. Und das Bürgertum an und für sich, naja, also dann bin ich doch links, ich mag Bürger nicht so. Aber Wut muss ja nicht sofort sich in Gewalt äußern. Und das kann ja auch ein guter Motor sein, um etwas zu verändern. Das stimmt, das Argument hat was für sich, aber eben, ich würde mal so sagen, das ist eben nur meine Meinung jetzt, also im statistischen Querschnitt ist quasi das destruktive Moment der Wut doch größer als das produktive Moment der Wut, sobald sie in einer Gruppe stattfindet. Wut ist nicht gleich Aggression. Also Wut ist kein, nee, das nicht, aber Wut ist kein guter Berater, zum Beispiel in der Wahlkabine. Das ist richtig. In der Wahlkabine vielleicht nicht, aber auf jeden Fall für zum Beispiel für die Bürger, die für Stuttgart 21 auf die Straße gegangen sind. Ja, aber die waren ja sauer.
Aber darum habe ich eher den Kritik-Wutbürger, den man den letztlich von einer relativ sensationsgeilen Journalie übergestülpt hat, da kritisiert, weil das waren ja keine Wutbürger, sondern das waren engagierte Menschen. Ne? Also ich meine, die 50 Punks, die da dabei waren bei der Demo um die Bäume, die würden uns schön ans Pfeifen, wenn wir die Bürger nennen. Ne? Also das sind keine. Okay, das ist einfach nur ein Medienhype und den muss man irgendwie dann auch wegkriegen oder zumindest kritisieren, genauso wie das Wort Gutmensch. Die wenigsten wissen, dass das verdammte Wort Gutmensch eine Erfindung von Herrn Goebbels ist. Ja? Sondern es wird quer durch alle politischen Parteien einfach verwendet und beweist nur, dass die, die es verwenden, Dummköpfe sind. Ja? Eigentlich Dummköpfe. Die Punks. Ihre Schmerztoleranz beim Bürgertum. Wenn man sie jetzt mal in gewissen Kontext, mag ja begrenzt sein. Du, ich nehme die Bank jetzt intellektuell in den Schutz einfach. Trotzdem, ich meine, er ist nicht froh, wenn du einen Bürger nennst. Naja, Trauma werden sie schon nicht erleben. Und Wutbürger schon gar nicht. Also ich würde dann eher dagegen stellen, das habe ich gemacht in einem kleinen Aufsatz und habe geschrieben, das letzte Mal ist der deutsche Wutbürger bis Stalingrad marschiert, das möge uns das mal erspart bleiben. Weil das, nee, das ist polemisch, weil der Begriff Wutbürger polemisch ist, weil er bedeutet nämlich letztlich, man könnte die Bürger mit der Wut in irgendeiner Weise bewegen. Und das stimmt nicht. Ja? Beziehungsweise, wenn es stimmt, dann lebt man in ganz schlimmen politischen Verhältnissen und dann wird alles ganz schön sauer. Da sind wir aber nicht. Vom Wahlergebnis jetzt in Baden-Württemberg hat es doch gar nicht so schreckliche Ergebnisse beseitigt, das Geschehen um Stuttgart 21. Die Grünen werden ja nur gewählt in der Hoffnung, dass die Grünen sind quasi so das Festhalten am Strohhalm. Die Grünen werden in der Hoffnung gewählt, sie würden den Status quo am längsten aufrechterhalten können. Also sie würden jetzt quasi zumindest den Hybrid-Daimler garantieren. Ja? Ob sie das tatsächlich ausgeht, mag ich zu bezweifeln. Sowohl für die Grünen wie für Daimler. Aber zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Leider etwas skeptischen Blick. Nö, die Zukunft ist hell, aber es wird halt weniger Autos geben. Hingehen zur Wahl, also Frau Dr. Peters wäre sicherlich dafür. Ja, ich gehe natürlich wählen, aber ich wähle immer alle oder niemand, ehrlich gesagt. Wie auch immer, sind wir uns da zumindest einig, hat sich das auch ein bisschen versöhnt, ja? Nee, nur Frau Dr. Peters, bei mir muss ich, warum gehe ich wählen? Ich gehe wählen, weil der Opa eigentlich immer genervt hat, dass er fürs Wahlrecht demonstrieren gegangen ist. Also bei uns ist das ist ein Argument. Ja genau, bei uns ist das in der Familie so vermittelt worden, das gehört einfach dazu, dass man quasi, die armen Leute gehen zumindest wählen. Hm? Ja, die haben ja auch sonst nicht so viele Handhabe. Wahrscheinlich wird uns nichts anderes überbleiben, als das amerikanische Beispiel zu nehmen, man muss immer die eine Clique zerschlagen, ja? Dann die andere Clique 4 Jahre, dann die Clique wieder zerschlagen, also in Berlin 5 Jahre, dann die andere Clique wieder 5 Jahre. Also müssen wir schauen, dass jetzt eine andere Gruppe zum Topf kommt, weil die wird 5 Jahre brauchen, um dann ihre Freunde, Freunde und so weiter zu sichern. Wupp, dann können wir die wieder abwählen und können quasi wieder sagen, ah, jetzt wählen wir wieder rot, wir sind ja lauter Linke. Ne? Und so machen wir das dann alle 5 Jahre. Jetzt sind wir alle erweitert. Jetzt. Vielen Dank, Frau Dr. Peters. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen. Dankeschön. Danke. Thank you.